Ich habe mich vor ein paar Jahren mal mit der Frage beschäftigt, wie viele andere auch, wie können wir eigentlich die 10 Milliarden Menschen, die wir demnächst haben werden auf der Welt, so ernähren, gut ernähren, dass sie mit Nährstoffen günstig versorgt sind und gleichzeitig wir dabei nicht den Planeten ruinieren. Also, wenn wir das so machen wollen, dass wir die Welt gut ernähren und die Umwelt dabei nicht nachhaltig schädigen, brauchen wir mehr Tiere im weltweiten Maßstab. Okay? Das kann jetzt sein, dass an der einen oder anderen Ecke wir ein bisschen zu viel Tiere haben und in anderen etwas weniger. Aber wo das vielleicht sein könnte, möchte ich im Moment noch behaupten, ist unbekannt. Weil die entsprechenden Modelle, die wir dafür bräuchten, um diese Szenarien auszurechnen, die haben wir noch nicht. Also ich arbeite auch an einem solchen Modell und ich werde noch eine Weile brauchen, also sicherlich noch ein Jahr, bis ich zu Ergebnissen komme. Und dann ist es nur mein Modell. Es müssen ja auch andere Wissenschaftler auch zu solchen ähnlichen Erkenntnissen kommen. Aber es gibt ein paar Dinge, die wir unterwegs schon sagen können. Und einer der Punkte dabei ist, dass dieser Mythos, dass wir eine Nahrungs- und Futtermittelkonkurrenz hätten, dass das in dem Sinne, wie es immer wieder dargestellt wird, sicherlich nicht stimmt. Und dazu möchte ich Ihnen ein paar Gedanken mit auf den Weg geben. Ich arbeite als Teil einer Forscherallianz, eine weltweite Forscherallianz mit Forschern aus Australien, Belgien, USA, Brasilien. Wir sind ungefähr 30 Forscher, die also sehr eng zusammenarbeiten und an diesen Themen arbeiten. Wir kommen aus dem Bereich Ernährungswissenschaften, Ökologie, Ethik, Soziologie, also wir machen das sehr überdisziplinär und wir beanspruchen für uns, dass wir uns sehr streng an die wissenschaftliche Evidenz halten. Dabei haben wir ein paar Instrumente entwickelt, ich möchte sie Ihnen nur kurz hier darstellen. Also bei der Frage der Nahrungsmittelkonkurrenz möchte ich vorerst nochmal mit einem Vorurteil, das sich irgendwie breitgetreten hat in der Gesellschaft, aufräumen. Nämlich die Frage, ob Fleisch krank macht. Was wir auf dieser Seite hier zusammengefasst haben, diese wissenschaftliche Allianz, von der ich eben sprach, ist im Grunde genommen sämtliche Evidenz der letzten 30 Jahre, die weltweit zur Verfügung steht, zu der Frage, ob Fleisch krank macht. Und was man auf diesen Charts hier sieht, ist, also oben links, Global Study, das sind 21 Länder und da ist abgetragen auf der X-Achse 50, 100 oder 150 Gramm Fleisch pro Tag, die also die beobachteten Personen dort essen. Und wenn es krank machen würde, dann würde diese grüne Linie also nach oben ausschlagen. Also das wäre das relative Risiko, das heißt, wenn das also krank machen würde oder zu ernsthaften Krankheiten oder Tod führen würde, was ist das Risiko, das Fleisch zu essen? Und Sie sehen, die grüne Linie ist stur geradeaus. Ja? Es ist kein Risiko damit verbunden. Die Linie geht nicht hoch. Auch bei europäischen Studien geht die Linie nicht wirklich hoch. Da könnte man so ganz am Ende könnte man glauben, okay, da geht sie ein bisschen hoch. Ja? Besonders bei den nordamerikanischen Studien rechts unten könnte dieser grüne Strich darauf hindeuten, dass vielleicht doch ein kleines bisschen Krankheitsrisiko dabei ist. Aber ich kann Sie beruhigen, das ist alles statistisches Rauschen. Das ist nichts davon ist statistisch signifikant. Es gibt keinen statistischen Hinweis darauf tatsächlich, dass Fleisch ungesund sein sollte. Im Vergleich aber maßstabsgetreu, das ist Ihr Risiko, wenn Sie rauchen, ja, also wenn Sie 23 Zigaretten pro Tag rauchen, dann steigt Ihr Risiko, schwer zu erkranken, von in diesem Maßstab 1 zu 4. Ja, also Sie haben ein viermal höheres Risiko, schwer zu erkranken. Bei den Fleischsachen bewegen wir uns bestenfalls bei 1,1. Also das ist alles statistisches Rauchen. Nichtsdestotrotz schafft es die Weltgesundheitsbehörde,
Die haben auch keine anderen Zahlen. Es sind genau dieselben Zahlen, aber die Weltgesundheitsbehörde schafft es dann tatsächlich, den Verzehr von rohem Fleisch mit Rauchen zu vergleichen und sagen, das ist ungefähr gleich gefährlich. Und wenn dann die Weltgesundheitsbehörde sowas behauptet, dann, ja, dann steht natürlich der Arzt, kann man auch sagen und so weiter. Aber ich kann Ihnen versichern, das ist Unfug. Es ist Unfug. Es gibt keine Evidenz dafür, dass Fleisch ungesund ist. Und wenn wir darüber reden, über Nahrungsmittel- und Futtermittelkonkurrenz, dann müssen wir das auch nochmal anerkennen, dass Fleisch nicht ungesund ist, sondern ganz im Gegenteil sehr wichtig ist. Da hat es gerade in diesem Jahr, im Juli, eine sehr wichtige Veröffentlichung gegeben. Einer meiner Kollegen, Andrew Mente, und seine Kollegen aus der ganzen Welt, Salim Yusuf, hier ganz am Ende, ist eine der berühmtesten, bekanntesten Wissenschaftler überhaupt in dieser Szene. Und die haben auf Basis einer globalen Studie herausgefiltert, was ist eigentlich Bestandteil einer guten, gesunden Ernährung. Das eine ist Milchprodukte, außerordentlich wichtig. Im Grunde genommen kann man gar nicht genug Milchprodukte zu sich nehmen, also Milch, Joghurt, Käse, alles. Aber mindestens sollte man zweimal täglich, 14 Mal die Woche, ungefähr 100 Gramm Milchprodukte, also ein Glas Milch, 50 Gramm Käse, entsprechend Joghurt oder sowas, zweimal am Tag zu sich nehmen. Und außerdem auch hier die nicht verarbeiteten Fleische. Da ist die Aussage, also 100 Gramm Fleisch pro Tag ist durchaus gesund. Die Autoren haben sich nicht getraut oder sie durften nicht sagen, dass es tatsächlich gesundheitsfördernd ist, sondern sie haben reingeschrieben, es ist nicht ungesund. Warum? Weil es hat 5 Jahre gebraucht, diese Studie überhaupt zu veröffentlichen. Also 5 Jahre lang wurde es immer wieder verhindert seitens der großen wissenschaftlichen Publikationsorganen, dass diese Studie überhaupt veröffentlicht werden durfte. Wir haben es dann tatsächlich im Juli diesen Jahres endlich geschafft. Und es gibt auch das Gegenbeispiel, was passiert, wenn man sozusagen normal handelsüblich vegetarisch lebt. Wir haben diese Beispiele weltweit. Es gibt nämlich große Bevölkerungsgruppen, die dazu gezwungen sind, weil sie es nicht leisten können, Tierprodukte zu essen. Wenn ich Sie fragen würde, wo gibt es denn die höchsten Diabetesraten der Welt, würden Sie wahrscheinlich sagen, sicherlich die übergewichtigen Amerikaner und so weiter. Tatsächlich ist es aber Pakistan. Pakistan hat Diabetesraten altersattestiert von mehr als 30%. Fast jeder dritte Pakistani ist an Typ 2 Diabetes, nicht Typ 1, aber Typ 2 Diabetes erkrankt. In Ägypten haben wir so die 25%. Und die Hintergründe sind vollkommen klar, weil es viel zu kohlenhydrathaltige Ernährungen sind und eben nicht genügend Fleisch und Milchprodukte in der Ernährung. Und das führt dann zu diesen extrem hohen Diabetesraten, die wir in diesen Ländern erleben. In Indien, Indien ist hier ein bisschen gelb gekennzeichnet. Indien sieht so aus, als ob sie nicht hohe Diabetes hätten. Das liegt aber daran, weil es dort nicht gemessen wird. Also wenn Stichproben in so Dörfern oder Landstrichen gemacht werden, kommen teilweise Diabetesraten von mehr als 50% heraus bei Indien. Also wenn dann Leute zu ihnen kommen und sagen, ja, aber die Inder, die kommen doch auch klar. Nein, die kommen eben nicht klar. Es führt zu schweren kardiovaskulären Krankheiten und letztendlich auch zu einem frühzeitigen Tod, wenn man sich nicht mit tierischen Produkten ausreichend ernährt. Nun, ich hoffe, Sie kennen Professor Wilhelm Windisch. Wenn nicht, kann ich Ihnen nur empfehlen, schauen Sie nach, es gibt alles im Podcast und Präsentationen von ihm im Internet. Ich möchte mir nicht anmaßen, seine Argumentation hier im Detail mit eigenen Charts auszuwählen. Das ist der Vortrag, den er letztes Jahr auf unserer Konferenz gehalten hat. Und Sie kennen sein Argument, 1 Kilo veganes Essen erzeugt 4 Kilo an Nebenprodukten, entweder direkt von dem geernteten Produkt, also die Beiprodukte,
klassische Fall Weizenkleie beim Weizen. Oder eben auch Erntenebenprodukte, das Stroh, die Wurzeln, die was auch immer. Oder durch die Fruchtfolge, die, also wenn man alle diese Aspekte zusammenzählt, und dann haben wir noch das Thema, dass wir eben auch Graslandgegenden haben, die für nichts anderes taugen. Also wenn man das alles zusammenzählt, dann sind wir eben bei einem Vergleich 1 zu 4, also ein Kilo veganes Essen zwingend hat weitere 4 Kilo an Biomasse zum Resultat. Und was machen wir mit dieser Biomasse? Die beste Methode, diese Biomasse zu verwerten, ist, sie eben den Tieren zu verfüttern und dann anschließend die Tiere zu essen. Und was Professor Windisch auch ganz klar darstellt, ist, wir nutzen dieses Potenzial nicht ausreichend. Es wird nach wie vor zu viel Biomasse weggeworfen oder etwas wahllos untergepflügt in den Feldern. Wir betreiben auch nicht ausreichend viel genetische Forschung, um diese Biomasse vielleicht für die Tiere schmackhafter zu machen, besser verdaulicher zu machen. Also diese 4 Kilo Biomasse sind noch ein nicht ausreichend ausgeschöpftes Potenzial. In hochentwickelten Landwirtschaftsregionen, wie zum Beispiel Norddeutschland, eigentlich ganz Mitteleuropa, geht wenig von dieser Biomasse verloren. Sie geht in der Regel wird sie wiederverwendet, entweder in Biogasreaktoren oder in Form von Kompostierungen oder in Form tatsächlich von direkten Futtermitteln. Das heißt, wir müssen uns eigentlich hier in Mitteleuropa weniger Gedanken machen. Gleichwohl, auch wir können das immer noch verbessern, mehr von dieser Biomasse in den Zyklus hineinzubringen. Was natürlich dann auch noch eine Diskussion wert ist, und das ist Ihnen nicht neu, aber Städtern schon, ja. Was würde denn passieren, wenn wir diese ganze Biomasse nicht den Tieren zuführen? Dann haben wir keine natürlichen Düngemittel mehr. Und dann müssten wir nicht nur mehr vegane landwirtschaftliche Produktion erzeugen, sondern das auch noch ohne natürliche Düngemittel. Das heißt, wir müssten überall künstliche Düngemittel einsetzen. Das würde diesen gesamten nicht zirkulären, nicht nachhaltigen Bedarf an künstlichen Düngemitteln dramatisch erhöhen. Tatsächlicherweise müssen wir in die andere Richtung gehen. Wir müssen versuchen, die künstliche Düngung weitgehend zu verhindern. Und das geht eben nur mit Tieren. Das ist einer der Gründe, warum ich eingangs gesagt habe, bei dieser ersten Analyse, wie schaffen wir das? Wir brauchen mehr Tiere, weil wir mehr natürlichen Dünger brauchen. Einer der wesentlichen Gründe dabei. Also, das ist ein Aspekt dieser ganzen Nahrungs- versus Futtermittel-Konkurrenz-Geschichte, dass die gerne unterschlagen wird. Es wird behauptet, die Tiere würden ja nur hochwertige Lebensmittel essen, aber wir wissen, das stimmt ja nicht. Nun, gehen wir mal der Frage der hochwertigen Lebensmittel nach. Ja, Tiere essen auch Lebensmittel, die Menschen auch verzehren könnten. Passiert. Ja. Aber angenommen, das passiert. So, jetzt bin ich da als Ökonom dran gegangen. Was sehen wir hier? Diese blaue Säule ist der Preis der äquivalente Preis für 10 Gramm bioverfügbares Protein, also bioverfügbar für den Menschen Protein, das Äquivalent, also wenn ich sozusagen 40 Gramm Steak habe, sind da 10 Gramm Proteine drin. Also die Einheit hier ist 10 Gramm Protein in einem Hocheinkommensland, also Europa, Nordamerika, Japan. Also in unserer Region. Und das ist über diesen ganzen Bereich hinweg ungefähr 65 Dollar Cent pro 10 Gramm Protein. Die grüne Säule dagegen sind jetzt
die nächste Einkommensstufe, also mittlere Einkommensstufen Länder, nicht Bevölkerungsgruppen, sondern Länder. Da ist das ein bisschen günstiger. Das ist im Wesentlichen getrieben durch Brasilien, weil Fleisch in Brasilien deutlich günstiger ist. Aber es ist der in derselben Größenordnung. So, und wenn ich das jetzt über unterschiedliche Einkommensklassen verteile, sehe ich das so weltweit von den ärmsten Ländern der Welt, also ganz rechts Indien oder auch Afrika in dem roten Balken, über die Welt verteilt, nach Kaufkraft bereinigt, ist der Preis für 10 Gramm aus Rindfleisch gewonnen ungefähr ähnlich. Er liegt so um die 50 Dollar Cent pro 10 Gramm, wenn ich das aus Rindfleisch gewinne. Wenn ich dieselben 10 Gramm aus Schweinefleisch besorge, ist es ähnlich teuer. Ein bisschen günstiger, und das wissen wir ja auch aus Deutschland, also so 10-20% günstiger als Hackfleisch, nicht als Steak offensichtlich, aber das meiste vom Hackfleisch gegessen, also müssen wir schon auch miteinander vergleichen. Also das heißt, der Schweinefleisch weltweit ist ähnlich teuer, ein bisschen günstiger als Rindfleisch. Die Geflügelfleische sind deutlich günstiger, also nur halb so teuer wie Schwein und Rind. Kennen wir von hier auch. Ja. Geflügel ist deutlich günstiger, also Eier sind ähnlich günstig wie die Fleische. Milch ist ganz interessant. Sie sehen der blaue Balken. Der blaue Balken ist eben wieder in Hocheinkommensländern. Und das ist die Milchprodukte, also auf Basis von 10 Gramm Eiweiß gerechnet, sind die Milchprodukte das günstigste Eiweißprodukt weltweit, wenn sie in einem Hocheinkommensland generiert worden sind. Und das ist natürlich geschuldet unserer extrem produktiven Milchwirtschaft, die wir in Nordeuropa, Nordamerika haben. Umso ärmer die Länder werden, umso teurer wird die Milch. Umso teurer werden die Milchprodukte, und das ist einfach, weil die Produktivität eben entsprechend sinkt, weil Milch eben ein sehr anspruchsvolles Produkt ist, und umso ärmer die Länder sind, umso schwieriger die Infrastrukturen sind, auch das Klima vielleicht nicht mehr so gut läuft, dann werden die Milchprodukte entsprechend teurer. Dann haben wir hier die Nüsse und Bohnen. Die sind ja auch ein Lieferant von Proteinen. Die erscheinen auf den ersten Blick recht günstig. Das ist aber, weil hier eine entscheidende Komponente nicht mit eingerechnet ist. Bohnen und Nüsse sind giftig. Geht manchmal verloren, aber sind tatsächlich giftig und müssen lange gekocht werden, damit die Leptide neutralisiert werden. Wir haben jetzt so Schnellkochtöpfe, ja, da ist so ein Bohnentopf, der ist in einer halben Stunde dann gekocht, ist wunderbar. Aber wenn Sie jetzt in mittleren oder schwachen Einkommensländern sind, dann ist das schon ein Problem, wenn Sie Sachen eine Stunde lang kochen müssen. Insbesondere, wenn es vielleicht gar keine Brennstoffe gibt und Sie, wie in der Sahelzone zurzeit passiert, die ganzen Wälder abgeholzt werden und Holzkohle umgewandelt werden, damit die Menschen kochen können. Es geht ja nicht um Heizen, es geht einfach nur um Kochen können. Dann ist das natürlich ein wesentlicher Bestandteil der Umweltbilanz, wenn ich ein Nahrungsmittel ewig lang kochen muss, bevor es genießbar wird. Und das ist für alle Bohnensorten und Nusssorten eigentlich dasselbe Problem. Es braucht eine lange Verarbeitungszeit, damit es eben nicht mehr giftig ist. Und dann ganz am Ende haben wir hier die Getreide. Die Getreide hat ja auch Protein. Ja, also Weizen, Hafer und so weiter hat ja Proteine drin. Und jetzt schauen wir, dass diese Getreide, wenn ich sie nach Eiweißgehalt rechne, sind ungefähr gleich teuer, also eigentlich so ein bisschen teurer sogar noch als die Hühnerfleische, als die Geflügelfleische, und nur geringfügig günstiger als
das Schweinefleisch. Und wie kann das sein? Na, weil ich ja die Einheit hier bioverfügbare Proteine habe. Also erstens mal sind die Proteine, die im Getreide sind, eben nicht gleich bioverfügbar für den Menschen. Warum? Weil wir keine Pflanze sind. Wir sind halt ein Tier. Und deswegen ist das Aminosäurenprofil der Proteine, die aus tierischen Proteinen gewonnen sind, passen halt eher zu dem, was wir brauchen. Das ist eigentlich ja nicht schwer zu verstehen. Also diese Bioverfügbarkeit macht einen großen Unterschied. Und dann ist natürlich in dem Getreide, kommt auch das Getreide an, also wenn es Weizen ist, dann haben wir tatsächlich 12-14% Eiweiße. Bei Mais ist es deutlich geringer. Da muss ich ja sehr viel Kohlenhydrate in den Umlauf bringen, damit ich an meinen Eiweiß herankomme. Und das muss ja auch bezahlt werden. Und deswegen wird das in den üblichen Vergleichen eben immer wieder falsch dargestellt, weil man sagt, ja, ein Kilo Getreide versus ein Kilo Schweinefleisch zum Beispiel oder grundsätzlich Fleisch. Kilo versus Kilo, klar, sind die Aufwendungen, die ich brauche, um ein Kilo Schwein herzustellen, sehr viel höher als die Aufwendungen für ein Kilo Getreide. Und mit den Aufwendungen, also mit den ökonomischen Aufwendungen, habe ich natürlich auch Thema Land oder Wasser oder Klima und so weiter. Das sind alles ähnliche Währungen. Also ich könnte das jetzt, wenn ich es im Wasserverbrauch machen würde oder Landverbrauch oder wie auch immer, würde es ähnlich aussehen. Aber ich esse doch einen Schweinesteak oder überhaupt Schweinebraten nicht wegen den Kalorien. Und schon erst recht nicht wegen dem Kilo. Ich nehme doch diese Nahrungsmittel zu mir, weil sie hochwertige Proteine, Mineralien und Vitamine, Mineralien und Proteine beischmecken. Schmecken auch besser. Aber das ist der Grund, warum ich das mache. Das heißt, wir haben weltweit keine Knappheit an Kalorien. Die, Gott sei Dank, die grüne Revolution, die Genetik hat uns eine solche Riesenmenge an Kalorien zur Verfügung gestellt. Wo wir Getreide, Mais, Reis, überall können wir das anbauen, können entsprechend Kalorien der Weltbevölkerung zur Verfügung stellen. Circa 800 Millionen Menschen weltweit haben nicht genügend Kalorien zu essen, aber die meisten von denen leben in Bürgerkriegsländern. Das ist nicht ein Problem des Lebensmittelsystems, sondern das ist ein Problem der politischen Instabilität. Da können wir das Lebensmittelsystem nichts dran ändern. Aber wir könnten diese 800 Millionen auch problemlos mit genügend Kalorien versorgen. Was wir nicht genügend haben, sind die Mikronährstoffe. Von denen haben wir nicht genug. Und dann ist also die Frage, was soll ich jetzt tun? Wenn ich ein Kilo Weizen habe, soll ich das Kilo Weizen selber essen? Oder soll ich es einem Tier geben und dann das Tier essen? Und aus ökonomischer Sicht betrachtet ist es tatsächlich günstiger, dieses Kilo Weizen dem Tier zu geben und dann das Tier zu essen, weil ich auf diese Art und Weise effektiver an meine Mikronährstoffe herankomme, die ich da tatsächlich brauche. Deswegen ist eben dieser gesamte Gedanke Nahrungsmittel versus Futtermittelkonkurrenz von vornherein falsch. Weil das Tier die einzige im Großmaßstab bekannte Technologie ist, aus einem minderwertigen Rohstoff, nämlich pflanzliche Biomasse, ein hochwertiges Nahrungsmittel zu erstellen. Also entscheidend ist eben die Bioverfügbarkeit und dass wir diese Vergleiche immer auf Basis von Mikronährstoffen machen, weil um die geht es. Wir haben als Wissenschaftler vielleicht in der Vergangenheit nicht laut genug mitgewirkt. Ich glaube, wir haben als Wissenschaftler auch Sie Landwirte ein bisschen zu alleine gelassen. Denn die Mehrheit der Wissenschaftler steht eigentlich auf Ihrer Seite. Aber eine Minderheit hat den Diskurs übernommen, hat die politische Hoheit übernommen, der Wissenschaftler.
Und was wir jetzt versuchen als Wissenschaftler, ist diese Balance wiederherzustellen, mehr mit Ihnen in Kontakt zu sein, Ihnen auch Materialien zu geben, mit denen Sie Ihre eigenen politischen Diskussionen zu Hause führen können.